A1 Bregenz hat beim Auswärtsspiel gegen die Aon Fivers aus Margareten die Möglichkeit, den vierten Meistertitel in Serie zu fixieren. Die Bregenzer starten allerdings nervös und die Fivers können einen kleinen Vorsprung herausspielen. Doch mit Hilfe der lautstarken Fans gelingt Bregenz die Wende. Dank hoher Chancenausbeute und aggressiver Verteidigung geht Bregenz mit 3 Toren Vorsprung in die Pause. In der zweiten Halbzeit versuchen die Aon Fivers alles, um nochmal heranzukommen, doch Bregenz ist zu stark. Mit einem 34:30 Auswärtssieg fixieren sie den Titel. Vierfacher österreichischer Meister, ist das nicht eine beeindruckende Serie? Die Serie ist mir eigentlich egal. Der Sieg heute ist das Entscheidende. Direkt und pur, unplugged, macht es riesiger Spaß. Und ich glaube, die Mannschaft hat etwas Tolles gezeigt. Sie haben nach dieser klaren Führung in Bregenz die Konzentration gehalten und hier immer die richtige Lösung gewusst auf die Fragestellungen der Wiener. Der Jubel bei der Mannschaft ist grenzenlos. Es ist unglaublich, man hört vielleicht an meiner Stimme. Es ist unglaublich, den Meister zu feiern. Ich bin jetzt zum zweiten Mal dabei. Und ja, mir fehlen die Worte, es ist wirklich einfach unglaublich. Wir sind einfach taktisch gut eingestellt. Wir haben ein super Management, wir haben eine super Trainerbetreuung. Und wir schaffen es immer wieder, uns richtig einzustellen, taktisch richtig einzustellen, uns fürs Spiel richtig einzustellen und zu motivieren. Und da ist das dann keine Frage mehr, da geht man raus und spielt man. Die Enttäuschung bei den Wiener Aon Fivers ist groß. Dennoch gibt man sich als fairer Verlierer. Wir müssen den Bregenzern gratulieren, die haben heute wieder besser gespielt als wir. Wir haben bis zum Schluss gekämpft, es ist aber leider nicht mehr rausgekommen. Kann man nach der vierten Finalniederlage in Folge gegen die Bregenzer gar schon von einem Fluch sprechen? Keine Ahnung, schwer zu sagen, also so wie es ausschaut schon. Wir haben die letzten 4 Jahre jetzt gegen Bregenz im Finale verloren und ja, keine Ahnung, es ist halt schwer zu sagen. Naja, ja, weil wir natürlich das jetzt schon zum vierten Mal probiert haben. Und ich würde sagen, heuer waren die Bregenzer am ersten zu knacken. Aber vermutlich haben wir schon während der Saison vergurkt, dass wir nicht das erste durchgegangen sind.